Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes leisten eine sehr gute, eine engagierte Arbeit. Das gilt für Angestellte und Beamte gleichermaßen. Dieser Einschätzung würden sich sicher alle demokratischen Fraktionen zustimmen. Sie würden mir sicher auch zustimmen, dass diese Wertschätzung gegenüber allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nicht nur in Sonntagsreden zum Ausdruck kommen soll. Deshalb geht es nicht zuletzt auch um die Entwicklung der Einkommen. In diesem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten und der damit verbundene Gleichklang im öffentlichen Dienst zu einem wichtigen Prinzip der Besoldungsanpassung geworden ist. Der Vollständigkeit halber muss auch erwähnt werden, dass eine 1:1-Umsetzung des Tarifergebnisses nicht zwingend ist. Kein Beamter, keine Beamtin hat darauf einen Anspruch. Dies obliegt dem Gesetzgeber und seit der Föderalismusreform obliegt dies den Ländern in eigener Verantwortung. Dass diese Aufgabe mehr Fluch als Segen ist, darauf hat meine Fraktion seit jeher hingewiesen. Heute sehen wir den Flickenteppich in der Bundesrepublik. Die Beamten werden in den Ländern nach Kassenlage bezahlt. Ein Steuerinspektor verdient in Bayern 200 Euro mehr als in Berlin. Ein junger Staatsanwalt gar fast 400 Euro. Eine fatale Entwicklung, die sich noch weiter verschärfen wird. Meine Damen und Herren, das aktuelle Tarifergebnis 2,65% zum 1. Januar 2013 und 2,95% zum 1. Januar 2014 wird nur von einigen Bundesländern 1:1 umgesetzt. Und was macht Mecklenburg-Vorpommern? Interessant ist aus meiner Sicht vor allem zwei Dinge. Bei der letzten Besoldungserhöhung im Jahr 2011 hatte die Landesregierung das Tarifergebnis zeit- und wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übertragen. Eine Ausnahme war lediglich die Einmalzahlung für die Versorgungsempfänger. Die Alternativen zur zeit- und inhaltsgleichen Übertragung, nämlich keine Anpassung der Bezüge, eine Anpassung zu einem anderen Zeitpunkt oder zu einer anderen Höhe oder die Anhebung der Arbeitszeit, kamen für die Landesregierung nicht in Frage. Fast stolz führte sie in ihrer Gesetzesbegründung damals aus, die Ablehnung dieser Alternativen beruht im Wesentlichen darauf, den Tarifabschluss zeit- und wirkungsgleich umsetzen zu wollen. Und sie fügte zur Abrundung noch die Worte an, Gleichklang von Tarif und Besoldung. Meine Damen und Herren, aus diesem Gleichklang wurde nicht einmal zwei Jahre später ein Missklang. Finanzministerin Polzin bietet lediglich 2% zum 1. Juli dieses Jahres plus einen einheitlichen Sockel von 25 Euro an. Für die Jahre 2014 und 2015 kommen noch einmal jeweils 2% dazu. Damit bleibt Mecklenburg-Vorpommern deutlich unter dem Tarifabschluss für die Angestellten zurück. Die Beamten und Versorgungsempfänger müssen hohe Abschläge in Kauf nehmen. Meine Damen und Herren, dabei ist es wenig tröstlich, dass einige andere Landesregierungen noch mehr geizen und einen großen Teil der Haushaltseinsparungen den Beamten aufs Auge drücken. Ein besonders unrühmliches Beispiel gibt hier die rot-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen. Unglaublich, was sich dort die Ministerpräsidentin und der Finanzminister leisten, beide SPD. Nur 1% mehr erhalten die Beamten der mittleren Einkommensgruppen. Ab der Besoldungsgruppe A13, das betrifft sämtliche Uni-Absolventen, gehen die Beamten sogar vollkommen leer aus. Herr Sellering, Frau Polzin, Sie sollten dringend zum Hörer greifen und Ihre Parteifreunde zur Vernunft bringen. Solche Nullrunden missachten nicht nur die Leistung der Beamten, sie befeuern auch noch den fatalen Wettbewerbsföderalismus. Frei nach dem Motto, wer Nordrhein-Westfalen schon so wenig anhebt, dann werden andere dem Beispiel folgen. Meine Damen und Herren, ein zweiter Fakt ist interessant. Sowohl der Ministerpräsident als auch der Innenminister haben sich im Vorfeld der Tarifverhandlungen gegenüber dem Beamtenbund klar positioniert. Eine 1:1-Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten stehe nichts entgegen. So hat es kürzlich der Beamtenbund seinen Mitgliedern in einem Schreiben in Erinnerung gerufen. Wie viel die Aussagen der beiden wert sind, wissen wir spätestens heute. Nichts. Richtige Verhandlungen mit den Gewerkschaften haben ohnehin nicht stattgefunden.
Frau Polzin hat ein klares Korsett vorgegeben. Innerhalb dieses Korsetts wurden zwei Varianten präsentiert. Die Gewerkschaften und Beamtenverbände durften lediglich wählen. Die eine Variante war nicht viel besser als die andere. Damit steht fest, dass die Landesregierung von Anfang an überhaupt nicht vorhatte, das Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich umzusetzen. Was noch vor 2 Jahren gelang, soll heute entgegen allen vorherigen Beteuerungen plötzlich nicht mehr möglich sein. Meiner Fraktion ist nicht bekannt, was sich inzwischen so wesentlich geändert hat. Wo ist der Gleichklang von Tarif und Besoldung hin? Während die SPD in Sachsen oder Thüringen, die CDU etwa in Schleswig-Holstein eben dies einfordern, schalten SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern auf Stur und brechen womöglich ihre Versprechen. Meine Damen und Herren, die Linksfraktion hält an diesem Gleichklang fest. Selbstverständlich kann und muss ein Land in Ausnahmefällen von diesem Grundsatz Abstriche machen dürfen. Etwa, wenn der Haushalt damit hoffnungslos überfordert wäre. Allerdings können wir dies für Mecklenburg-Vorpommern nicht erkennen. Der Landtag sollte sich daher heute klar positionieren. Weil sich der Gesetzentwurf derzeit in der Ressort- und Verbandsanhörung befindet, hat die Landesregierung also noch Gelegenheit zur Korrektur. Die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der Tarifergebnisse auf die Beamten ist ein Gebot der Fairness und Selbstverständlichkeit. So, meine Damen und Herren, beschreibt es auch die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, folgen Sie doch mutig dem Beispiel Ihrer Fraktion im Sächsischen Landtag. Diese hat bereits im April in einem Antrag die dortige Staatsregierung aufgefordert, einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen, der die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung vorsieht. Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, für mich hat die Debatte deutlich gezeigt, die Finanzministerin unseres Landes begreift sich zuvorderst als oberste Sparkommissarin. Nun, dass Sie diese Rolle einnehmen, Frau Kollegin Polzin, das ist vielleicht nicht ungewöhnlich, aber richtig muss man es deswegen dennoch noch nicht finden. Im Zusammenhang mit der Forderung nach der zeit- und inhaltsgleichen Übertragung des Tarifergebnisses aus der Tarifrunde der Länder findet meine Fraktion, Frau Ministerin Polzin, ihre Haltung ausdrücklich falsch. 14.000 Landesbeamte in unserem Land hatten zu Recht die Erwartung, dass man ihre geleistete Arbeit wertschätzt und sie nicht, so wie es die Landesregierung mit der Vorlage des Gesetzentwurfs zur Besoldungsanpassung vorhat, von der allgemeinen Tarifentwicklung abkoppelt. Kein Wunder, dass der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes in Mecklenburg-Vorpommern, Kollege Dietmar Knecht, seiner Enttäuschung auch deutlich Ausdruck verlieh. Die Landesregierung zeige mit ihrem Angebot nur, dass sie es verlernt hat zu motivieren und das Wort Fürsorgepflicht für sie zum Fremdwort geworden ist, so der O-Ton des Kollegen. Bemerkenswert ist auch der Stil des gegenseitigen Umgangs. Es ist hier schon angeklungen, während seit 2009 auf gemeinsame Gespräche zwischen Landesregierung und unter anderem DBB auch gemeinsame Veröffentlichungen zur Besoldungsanpassung folgten, kündigte die Landesregierung, die Ministerin hat es ja gesagt, in diesem Jahr an, das Gesetzgebungsverfahren entsprechend der von ihr favorisierten Anpassungsvariante in Gang zu bringen. Anstatt also am Verhandlungstisch zu schauen, ob man sich aufeinander zubewegen kann, wird nun offensichtlich ein Abschluss forciert, der nach Auffassung auch des DGB aufgrund des vorgeschlagenen Gesamtbudgets den Verhandlungsspielraum für die nächsten Jahre deutlich einschränkt. Und der DBB geht in seiner Kritik durchaus noch weiter. Er sagt, die Entwicklung der Verbraucherpreise sei für alle gleich, egal ob es sich dabei um Tarifkräfte oder um Beamte handelt. Statt einer Entgelterhöhung in 2 Stufen um 2,65% rückwirkend zum 1. Januar und einer weiteren Anhebung um 2,95% zum 1. Januar 2014 soll es nun also eine zeitversetzte und dabei auch prozentual reduzierte Übertragung des Ergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten geben. 2% Steigerung plus 25 Euro Sockelbetrag zum 1. Juli 2013, weitere 2% jeweils am 1. Januar 2014 und 2015. Und Frau Ministerin, was nützt dann der Verweis auf die noch folgenden Verbandsanhörungen, wenn Sie sich hier und heute, so habe ich Sie jedenfalls verstanden, bereits festgelegt haben?
Ich finde es auch schwierig, wenn Sie argumentieren, wir müssten uns quasi nach unten orientieren und dabei dann auf Tarifabschlüsse verweisen, die in der freien Wirtschaft zu verzeichnen gewesen sind. Also ich habe noch mal geguckt, ob es tatsächlich so schlecht aussieht. Ich sage mal, als jemand von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft kann ich Ihnen sagen, bei der Deutschen Bahn haben wir 6% in zwei Schritten abgeschlossen, in der Metall- und Elektroindustrie wurden 5,6% in zwei Schritten abgeschlossen, bei der Deutschen Post 5,7% in zwei Schritten. Wovon reden Sie eigentlich? Wollen Sie sich vergleichen mit der bevorstehenden Verhandlungsrunde im Einzelhandel? Ich glaube, das wäre dann auch nicht redlich. Werte Kolleginnen und Kollegen, es ist hier gesagt worden, dass den Kolleginnen und Kollegen Beamten bitter aufstoßen wird, dass es im Vorfeld durchaus Äußerungen gegeben haben soll, die hoffen ließen, dass das Verhandlungsergebnis 1:1 übertragen wird. Und leider möchte heute offensichtlich niemand aus dem Regierungslager mehr daran erinnert werden. Wir brauchen bloß mal in unser Nachbarland gucken. Der SPD-Ministerpräsident Albig, der ist da noch etwas schlimmer treibt an der Stelle, wurde jüngst auf einer Demonstration der Beamtinnen und Beamten zum gleichen Thema vor dem Kieler Landtag gnadenlos ausgepfiffen. Dass es auch anders geht, zeigen die angesprochenen Bundesländer Niedersachsen, Bayern und Hamburg mit den Abstrichen, die hier in der Diskussion natürlich zu Recht thematisiert worden sind. Herr Renz, in Brandenburg haben die Gespräche noch gar nicht stattgefunden. In Brandenburg, ach Herr Gundlach, wir haben gestern mit unseren Kolleginnen und Kollegen telefoniert. Die Entscheidungen, die stehen im Juni an und dann können wir uns gerne auch darüber noch mal unterhalten. Und soweit ich weiß, leben wir hier in Mecklenburg-Vorpommern und haben hier als Landtag erstmal unsere Verantwortung für die Beamtinnen und Beamten in diesem Land wahrzunehmen. Die Zeit und inhaltsgleiche Übernahme des in Rede stehenden Tarifabschlusses auch für die Beamtinnen und Beamten des Landes wäre aus mehreren Gründen ein richtiger Schritt. Sollte sich der jetzt von der Landesregierung geplante Umgang des Landes mit seinen Beschäftigten in diesen Wochen für die Zukunft durchsetzen, dann müssen Sie sich auch nicht wundern, wenn qualifizierte Kolleginnen und Kollegen darüber nachdenken, in andere Bundesländer mit attraktiveren Konditionen zu wechseln. Und genau genommen stellt eine Übernahme von Tarifabschlüssen nach Kassenlage auch die im Grundgesetz vorgesehene Angleichung der Lebensverhältnisse in Frage. Und noch ein Hinweis, nicht alle Kolleginnen und Kollegen verdienen aufgrund ihres Beamtenstatus automatisch sehr viel Geld. Ich darf mal daran erinnern, die Besoldungstabelle beginnt bei einem Anwärtergrundbetrag von 832,44 Euro oder 1674,41 Euro in der A2. Und insbesondere auch für diese Kolleginnen und Kollegen zählt am Ende des Tages jeder Prozentpunkt. Und wenn Sie schon unbedingt einsparen wollen, könnten Sie ja mal drüber nachdenken, die B-Besoldung auszusetzen. Das sind dann beispielsweise Staatssekretäre und andere Kolleginnen und Kollegen, die verdienen 5.000 bis 9.000 Euro. Und dann könnten Sie sozusagen das, was Sie da einsparen, zugunsten der unteren Einkommensgruppen wiederum einsetzen. Es zeigt sich also, Ihr Wahlslogan, werte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dass wir entscheidet, ist eine hohle Phrase. Meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktionen, wenn wir das dann hier heute kritisch aufwerfen, dann geht es nicht darum, das Land schlecht zu reden, wie Sie es immer gern gebetsmühlenartig betonen. Da muss man sagen, an dieser Stelle wird das Land offensichtlich schlecht regiert. Und deswegen kann ich die Beamtinnen und Beamten des Landes nur ermutigen, diese Vorgehensweise der Landesregierung nicht zu akzeptieren und es ihren Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein gleichzutun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.